Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück in Minecraft mit einer tiefgelegten Mauer und hoffentlich auch keinen Rucklern mehr, was ich jetzt mal echt hoffe, weil es dürfte, ja, es läuft ganz flüssig, denn ich habe etwas in den Einstellungen rumprobiert und ich kann jetzt sagen, Grafikeinstellung 8 Chunks, weiß nicht, sieht man das? Es geht halt ein bisschen weiter. Naja, und wir waren letztes Mal damit beschäftigt, hier unseren wundervollen Kiesplatz zu bauen. Wundervoll. Den machen wir jetzt hier ein Stück weiter. Ich habe mir überlegt, vielleicht machen wir das nicht ganz so komisch mit dem Übergang hier, sondern... es ruckelt doch ein bisschen. Ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich das gerader machen will. So gewollter wie so ein Abstieg, aber... Egal, wir brauchen trotzdem erstmal... Kies. Und haben wir Kies? Nö. Gut, dann gehen wir in die Kisten. Ach ja, die Kisten. Gibt's auch noch was dazu zu sagen? Ich habe jetzt die Kisten sortiert. Also. Nochmal. In neu sortiert in Zeugs. Und so. Könnt ihr euch ja gerne anschauen. Wen es interessiert, drückt einfach auf Pause. Ich weiß, ich steht Stein, das ist egal. So, haben wir hier noch Kies? Nein. Haben wir... Na, hat's da gerade geruckelt? Ne, glaube ich nicht. Ja, jedenfalls da. Und dann haben wir hier noch Werkzeuge und Erze. Kisten sind halt sehr voll. Und wir neue Werkzeuge bräuchten wir eigentlich. Können wir uns doch gleich mal... Warte. Na, für eine Axt. Spitzhacke. Und eine Schaufel. So. Ist ja nicht so, als hätte ich das irgendwie vor der Aufnahme machen können, ne? Aber... So, eine Spitzhacke bitte, eine Axt bitte und eine Schaufel noch. So. Ja. Obwohl ich mir eigentlich eine Schaufel mehr machen könnte, aber da bin ich jetzt zu faul zu. So, Kies haben wir nicht mehr. Ich will eigentlich nicht da hinten abbauen. Ich will das Kiesbiom eigentlich Kiesbiom sein lassen. Aber, ja. Ich glaube, es hilft einfach nichts. Wir müssen... Da kann ich auch gleich nochmal testen, ob jetzt das nicht mehr ruckelt, weil wenn jetzt... Moment mal, es könnte sein, dass gerade komische Geräusche sind. So, Moment. Ich habe mein Mikro höher gemacht, vielleicht war ich eben etwas leiser, aber wenn, hätte ich das noch höher gepegelt. So. Habe ich überhaupt... Hallo? Aha. Frag mich nach, keine Ahnung. Huch. Vielleicht ruckelt es deswegen nicht mehr. Hier ist definitiv eine Höhle, es war letztes Mal schon. Aber ich... Das können wir ja eigentlich... Okay, das muss ich jetzt erforschen. Oder sind das die Stimmen der vier Großen, die man von hier aus nicht sieht? Alter, ist dann... Ist alles okay bei euch? Ne, es ruckelt gerade doch irgendwie. Und die Sounds sind ein bisschen laut gestellt, also müsste man ja... Also super vorbereitet in die neue Aufnahme. Man hört diesen auch direkt hier. Moment mal. Das interessiert mich jetzt, das ist jetzt... Keine gute Idee, aber... Ja, ist ja gut. So. Nee. Echt jetzt? Ach, guck mal an, die feinen Herren hier. Wir sind aber beliebt. So, warte, wir geben euch mal eine Fackel. Okay, ich verprügel die jetzt nicht, weil da kommen wieder immer neuer. Das ist ja cool. Haben wir erstmal einen Zombie-Spawner gefunden. Deswegen wollte ja letztens einer auch krölen, verstehe. Okay, und die Töne sind vielleicht doch noch. Also jetzt aber, ne? So, wir wollten Kies holen.
haben wir einfach mal ein paar Nachbarn gefunden, die im Keller wohnen. Es ist wahrscheinlich echt die, ja, die Geißel der vier Großen wohnen da unten. Ich glaube, den Spawner lasse ich auch, wie er ist. Mache ich keine Monsterfälle rein. Eine gute Erfahrung, aber naja. Dann wäre es sie. Na, nicht rucken. Was sind das? Wir haben also Flower Forest hier. Habe ich ja gar nicht drauf geachtet vorher. Mhm. Gut. Ich lasse mich auch zum Glück nicht ablenken und ich gehe jetzt Kies holen. So, 10 Stück, dann müsste reichen. Ne? Gehen wir wieder, oder? Ah, bist du witzig. Ja. Hör auf, nicht rucken. Was ist denn hier für eine Hühnerschar? Da hinten auch, überall. Ey, hol den ab. So. Wir brauchen mal irgendeinen. Wir müssen uns eigentlich hier in den Boden reingraben, dann den Fackeltrick anwenden. Da würden wir einen Haufen Kies bekommen und nicht so viel blöden Flint, aber ja, was willst du machen, ne? So, vielleicht klaue ich mir den auch von weiter hinten. Hm. Oder gibt es da überhaupt noch Kies? Nee, ne? Obwohl doch hier den Berg. Und wir haben gerade. Oder haben wir? Ja, ich glaube, wir müssen Skyrim-Musik anhaben. Es steht nur aus der Ender Scrolls. Ich weiß nicht genau aus welchem, aber es müsste Skyrim sein. Und hier können wir jetzt mal endlich einen Sonnenuntergang mitverfolgen. Einen wunderschönen Sonnenuntergang. Der nicht so lange dauert. Ich mag irgendwie die Wolken hier, wenn das. Diese farblichen. Hier Ölgemälde. Wolken, die sind. Ich weiß nicht, die sind echt schön. Genießen wir einfach mal diesen Augenblick. Entschleunigen etwas. Und vergessen einfach mal alle Alltagssorgen. Konzentrieren uns einfach ganz auf diese. Sehr wundervolle Sonnenstrahlung, die uns entgegengleitet, wie langsam die Nacht hereinbricht und die Sterne anfangen, sichtbar zu werden. Und da schwinden die letzten Sonnenstrahlen. Und auf der anderen Seite beginnt der Mond, oder hat schon lange begonnen aufzugehen. Der Mond. Okay, und wir sollten mal zusehen, dass wir nach Hause kommen. Oder ist es... Ne, guck mal, das Dorf wird noch gerendert. Warte mal, wenn ich jetzt weiter weggehe? Immer noch. Okay, wir müssen nach Hause, sonst... Ja, sonst haben wir halt keine Dorfbewohner mehr. Und ich habe halt irgendwie... Ich habe das dumpfe Gefühl, dass einfach der... ich weiß nicht, ob ich da... Das ist immer noch laut, ne? Hä? Ach komm, baue ich eh später ab. So. Haben wir auch nichts vergessen? Achso. Dynamic Lights habe ich nicht mehr. Na, da haben wir noch was vergessen. Aber ansonsten haben wir alles. Gut. Würde ich auch sagen, beeilen wir uns. Mit dem Schwert in der Hand ging es in der Nacht zurück. Da geht es gerade noch. Vorsicht, ist ein gefährliches Monster. Man nannte sie auch Evil Chicken. Wir umzingeln einen immer. Klauen wir denen jetzt einfach ein Ei. Guten Tag. Ja, nee, ich habe schon genug Freunde von ihnen drüben. Ich hoffe, wir können abhauen. Warte, wenn wir auf dem Baum sind, also, wenn. Warte, so. Nein, ich falle hier immer rein. Okay. Ja, ja, stimmt ruhig. Weil wir hier müssen wir uns jetzt wahrscheinlich wirklich kloppen mit denen. Weil hier ist jetzt unsere Mauer offen. Das ist nicht ganz so pralle, ne? Nur auf zu ruckeln. Nicht jetzt. Gute Nacht. Ja. Haben wir eigentlich noch? Nö.
Aha. Wie der sich auch tarnt. Liebe Dorfbewohner, geht da mal nicht zu sehr hin. Das sollte man vielleicht den Ort meiden. Wollen wir uns mit dem anlegen? Nee, lieber nicht. Wie gesagt, Erfahrung damit hat wahrscheinlich jeder gemacht. Jetzt geht's wieder unseren Geiseln der vier Großen vorbei. Ja, da hört man sie. Sag mal, ich glaube, ich darf nicht so viel rumrennen, müsste eher auf einer Stelle stehen bleiben, damit er hier weniger ruckelt. Aber er wäre auch langweilig. Warte, warte, warte. So, jetzt habe ich... Na toll, danke. Hast du dich beruhigt? Nö, hat er nicht. Er hat sich halt echt nicht beruhigt. Was ist jetzt los? Oh nein, nicht schon wieder einer. Er hat mich gesehen, oder? Nee, hat er nicht. Ja, ich würde vorschlagen, der hilft uns beim Kies abbauen. Oh nee, ich bin so ruckelt. Okay. Gut, das haben wir. Bestimmt hat der Rechner jetzt nur geruckelt, weil jetzt ein Creeper ist, oder? Nö. Hast du dich wieder? Oder ist das jetzt zu viel? Wenn nicht, dann muss ich irgendwas runterschalten. Das geht ja nicht weiter so. Okay. Moment, ich werde mal kurz schneiden und das ist ja wundervoll gerade. Bis gleich. So, da müsste ich jetzt wieder sein. Das müsste jetzt besser laufen, oder? Läuft es besser? Nö. Ja. Obwohl doch etwas besser läuft es. Frag mich nicht, warum. Im Test hat es super geklappt. Warum der jetzt Probleme macht. Vor allem ist echt cool hier hinten mit den Herbstbäumen, sag ich mal. Huch. Und einem sehr realistischen Berg. Mhm. Na. So. Wenn wir dann den Kiesplatz bauen, ne? Dann bauen wir ja so Stände darüber. Da sieht man dann die Hälfte des Kieses nicht mehr. Also es ist gerade voll sinnvoll, dass wir das hier mitnehmen. Ich überlege sowieso, das mit Erde auszukleiden und dann später nur dort Kies einzusetzen. Was halt notwendig ist. Ich glaube, das sollten wir auch machen, oder? Was meint ihr? Hm. Und dann weiß ich halt, dass da kein Kies ist. So. Na gut, die Riege nehmen wir noch mit und dann haben wir auch unsere Schaufel kaputt gemacht. Das ist auch okay. Gut. Aber Inventarplatz mehr. Übrigens für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich spiele zurzeit auch Randall's Monday, für die, die das jetzt in, naja, Echtzeit nicht, aber die das jetzt in der relativ nahen Zeitabständen gucken. Ich spiele auch zurzeit Randall's Monday, ist ein sehr cooles Spiel. Also würde ich euch mal empfehlen, jetzt einfach mal schamlos Werbung machen, wenn der Rechner sich wieder in zurecht ruckelt. Nicht falsch verstehen. Und wenn wir die Fläche hier oben auch mitnehmen könnten, wäre eigentlich... Na gut, machen wir später, das wäre sehr langweilig sonst. Na gut. Ja, jedenfalls Randall's Monday, sehr, sehr empfehlenswert, kann ich nur sagen. Warte mal, in Legends gibt es doch Kisten, ne? Ja, wir haben Platz. Okay. Einfach mal Pro Gaming. Jetzt ist nämlich gerade keiner. Okay, sogar mit angebundener Höhle. Und wir haben diesen bemoosten Stein. Das finde ich super. Ja, doch, kann sich sehen lassen. Namensschild, ja. Kann ich dann an irgendwas verschwenden? Gutes Zeug, das können wir uns... Guck mal, jetzt hätten wir Redstone.